Sascha hatte so in seiner Story, hat er so das hier drin gehabt, den Song. Und ich meinte so, Digga, das war so eine geile Zeit. Und danach habe ich dann meine Insta-Story gemacht. Ich weiß nicht so, wenn ich so über früher nachdenke, dann fühlt sich so irgendwie so an, als wäre Leben einfach früher anders gewesen. Das Leben hat sich früher einfach anders angefühlt. Alles, was ich gemacht habe und so. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Junge, gibt's doch dieses Ich dreh gerade? Boah, das war auch so, oh Junge. So ein geiles Video, Digga. Ich hab's auch schon im Stream locker 15 mal geguckt. Boah, ich glaube, das fand ich auch geil. Ja, true. True, true. Bro, diese YouTuber machen Musik und andere Leute parodieren das und alle feiern das. So, die Zeit ist voll vorbei, ne? Das war übel geil. Das war eigentlich war das eine geile Zeit. Aber heute ist halt keiner cringe, wenn man das machen würde. Nagelneue Schaufel, mit der ich auf dem Bau chill. Komm her, wenn du staunen willst. Ich kann mehr als du Staub bilden. Ich fahre nicht schnell. Aber Bruder, das ist der OG-Shit. Und das heutige Video. Junge, diese YTT-Abram-Lochis-Zeit, Digga, es war zu wild. Es war einfach geil. Es war einfach eine geile Zeit, Digga. Auch Pong am Anfang, wo noch Abram dabei war, war überkrank. Ich hab Biggest Fan. Wollte ich mich ganz kurz bei Google bedanken. Google. Doch bevor das Video losgeht, muss ich euch eine kleine Story erzählen. Google ist jetzt jemand. Wie lange es geht einfach, Digga. Wo ein Video des. Heutzutage hätte jeder schon weggeschaltet hier. Wurde nicht gleich an den Abonnenten raushaut. Deswegen wurde das Video vor der Hall auch nach 24 Stunden ganze 40.000 Mal geklickt. Ist nicht das, wo Nico jetzt einfach so abbricht und sagt, komm, wir starten einfach? Ist einfach jemand, der auch gut und gerne mal übertreibt. Meine Mutter ist jetzt jemand, oder? Deine Mutter ist jemand, der immer übertreibt. Digga, ich kann sie da noch mitsprechen, Junge. Fahr bitte fort. Sagen wir mal so viel. Meine Mutter ist jemand, die steht zu anderen Uhrzeiten wie ich auf. Fang mal an. Junge. Alter, legendär. Oh mein Gott, Mama! Mama! Diese Frisur von Sascha auch, Junge. Mama! Wir haben erst 15 Uhr, verdammt! Ich einfach. Manche versuchen vielleicht um 15 Uhr zu pennen! Ist doch kein Thema. Das Ding ist halt, der Tag geht dann gleich scheiße weiter, weil ich meine, wenn ich dann um 15 Uhr aufgestanden bin, dann Junge, bin ich am halt besten auch dieser Ich drehe gerade Clip, Digga. Holy shit. Boah, der ist auch stark, der ist auch stark. Auch über ganz andere ich hau dir gleich, warte mal kurz, ich hau dir gleich eine aggressive Gemüsebrühe raus. Digga. Ja, Erika, warte mal ganz kurz. Das ist eine Sache, da gerät man ganz, ganz, ganz schnell mal unter Druck. Ja? Das ist wirklich eine Sache, da ist man mehrere, wirklich mehrere Monate im Business, ja? Ja? Sag, was los? Ich hab übel Hunger. Kannst du vielleicht so was Mütter machen, nennt man kochen, kannst du vielleicht endlich mal kochen? Ich hassel dir direkt, ich hassel dir direkt eine aggressive Gemüsebrühe raus. Erika, wir waren stehen geblieben, genau. Und zwar, das Hustlen, ja, ist eine Sache, du musst da diesen Lifestyle leben, ja. Diesen Vegan Hustler Lifestyle. Das ist wirklich. Vor allem, wie er es auch sagt, dieses Vegan Hustler Lifestyle, den ich kann es gar nicht nachmachen. Auch, dass ich YouTube-Videos mache und so Geld verdiene, weiß meine Mutter eigentlich. Ey, auch richtig geil ausgeleuchtet hier auf jeden Fall, das Bild, Digga. So, Sascha ist einfach genauso dunkel, als hätte man keine Lampe aufgestellt, aber trotzdem sind hier einfach zwei Schatten. So. Relativ gut zu schätzen, also die weiß, dass da ein bisschen Arbeit dahinter steckt und dass ich da auch meine Ruhe brauche. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass. Moto Teddy auch ganz wild. Oh mein Gott, das gucken wir danach, Digga. Ich habe euch ja in der letzten Episode. Das gucken wir danach, Bruder. Nicht so gut. Der Suppe ist fertig. Boom. Ich dreh gerade. Ich komm gleich hoch, okay? Okay, kein Problem. Verstanden? Keine weiteren Störungen. In der letzten Episode ging es auch darum, dass ich euch erzählt habe, dass. Ganz kurz, oben kommt jetzt meine Lieblingsserie. Bitte nicht stören, ja? Mama, ich dreh gerade wie vor zwei Minuten auch. Digga, das war so wild. Ich wollte, ich,
Ich wollte nur ohne das nicht stören. Ja. In der letzten Episode ging es ja darum, dass ich krank war und ich euch. Willst du mich eigentlich verarschen? Also die letzten Stunden endlich ist mein Passpack Passpaket angekommen. Ich drehe gerade! Verstanden? Keine weiteren Störungen. Digga. Es war so P-Comedy, Digga. Mann, und dann muss ich den Leuten erklären, warum ich unsympathisch TV ist. So eine Scheiße. Keine weitere Störung. Der letzte Punkt, der ist jetzt mir eher weniger passiert als Nico beispielsweise. Da geht's ums Rauchen. Meine Mutter ist jetzt zum Beispiel, was Rauchen angeht, etwas andere Meinung als ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dass du rauchst. Das kann ich auch absolut bestätigen. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt schon wieder der Cut kam, oder? Nee, der kommt erst jetzt. Herrgott nochmal, was ist das für eine Unordnung? Was ist das hier? Hilal Money, Digga, diese Outfits auch von den Jungs, Digga. Was ist das hier? So eine Eier einfach. Ja, so ein Absolut, Digga. Heringsfilet. Digga, no, John, das war so witzig einfach. Das heißt halt doch nur Hiltibor-Maschinen. Stimmt irgendwas nicht. Ich wusste es. Der kleine Rabauke. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's gewusst, du rauchst. Das war so lustig einfach. Ist das das Richtige? Ja, oder? Ist es das, wo er Ping-Pong spielt? Ja, oder? Oh mein Gott, Digga, es ist so funny. Freunde! Buh! Ihr werdet mich im ersten Moment wahrscheinlich gar nicht erkannt haben. Hier bin ich! Ja, Überraschung! Es ist neuerdings Trend, verschiedene Camouflage-Aufstellungen an sich zu tragen. Vor allem keines dieser Sachen, die anderen sieht einfach gut aus. Alle sieht einfach kacke aus. Und damit guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Alter, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten YouTube-Video. Und heute bin ich nicht alleine, liebe Freunde. Zieht euch warm an, denn ich habe meine Kompanien uns eingepackt. Jungs, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem ersten YouTube-Auftritt. Oh Mann. Ach, hey, die Jungs sind noch ein bisschen steif. Diese Stimmen, Junge. Liebe Leute. Ihr müsst euch mal vorstellen, da sitzt ein erwachsener Mann und redet mit einem fucking Teddy und so einem Mond. Ich verstehe auch einfach nicht, wo hat Nico diesen Mond her? Ganz, ganz herzlich willkommen, neue Location. Wo hat er das her? Neuer Wind, neue Gäste. Ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, ich bin heute mega, mega gespannt aufs Video. Wir fragen uns noch öfter mal, was wir eigentlich nicht tun sollen. Was denken Teddo, Junge. Fragt sich jeder in der Schule, wie denkt ihr über mich, Jungs? Wie denkt zum Beispiel jetzt ihr über mich, ja? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Digga. Du bist der letzte Wichser. Genau, das hat zum Beispiel Mond gerade richtig gesagt. Übrigens, das ist Mond, das ist Teddo. Oh, Dog, lass mich mal in Ruhe. Andere Leute denken, ich habe verschiedene Seiten durchforstet. Ja, hab geguckt, was sind die Meinungen der außenstehenden Leute. Und schau, was die Leute jetzt eben ganz kurz noch, du darfst gleich, was die Leute eben dann über mich sagen. Pflanze ist gerade einfach umgekippt. Pflanze, Digga, was ist los? Sag mal, wie dumm ist der Junge? Digga, Mann, ohne Witz checkt der nicht, dass die Pflanze einfach nur umgefallen ist. Alter, geht der Typ mir auf die Arme. Liebe Freunde! Jungs. Ganz ehrlich, seid ihr aufgeregt aufs Video? Jungs, die alten Scherz. Mond, erzähl doch nochmal die Story, die du letztes Mal erzählt hast. Ey, die war so witzig. Doch, hau raus. Alter, Digga, wir kennen uns nicht mal. Ja. Nein! Einfach nur nein! Der Wichser, der über die Straße gelaufen ist, ja. Welche Straße? Junge, bist du eigentlich komplett behindert? Yeah. Habt ihr beide ein Problem hier, oder was? Ach ja. Mögt ihr in Scope 21 das Ergebnis basiert auf 2 Abstimmungen, aber 5 Antwortmöglichkeiten. 50% der Leute waren für Alt dein Maul
55% der Leute waren verpisst euch. Auch geil, ne? Und warum seid ihr vielleicht was dazu zu fügen? Die Meinungen sind ja oft über mich gemischt. Also viele Leute denken ja von mir so, ja, das ist voll der, also ich bin voll der Vollidiot, ja, also komplett hängen geblieben. Man kann doch ungefähr merken, zum Beispiel, ich bin ambitionierter Tennisspieler. Letztes war ich mit Teddy Tennis spielen, ja. Warum denken die Leute denn, dass ich ein Vollidiot bin? Ich hab Digga, dieser Clip. Junge, das ist so accurate einfach. Mit so einer Maurerkelle. Das wow, wieder... wohin? Ich habe auf einer kleinen Umfrageplattform die Frage gestellt: InScope 21, Fresher Boy oder eher Wacker Spaß? www.wenjuckt.de Geh woanders spielen. Kevin raus. Also die Leute auf der Umfrageplattform sind eher nicht so begeistert von. Ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht öfter mal eine Episode mit Kevin und Mond machen soll. Nee, komm bitte. Also, wie viele Likes bräuchten wir dafür, Jungs? Digga, das juckt keinen, verstehst du? Setz du nicht bis in die 60k. Da ist schon eher meine Richtung. Digga, hau rein, Alter. Halt dein Maul. Ey, Jungs, ganz ehrlich, Alter. Also ihr habt den Mond gehört, Junge. Bei 60.000. Bro, ich meine, wir haben 60k erreicht. Wir wollen ein Video haben mit Teddy und Mond. Mach eins, Nico, bitte. Likes kommt die nächste Episode mit den beiden Spastisten. War heute mal ein bisschen ein anderes Video mit den beiden Jungs hier, die hin und wieder ihre Kommentare. Gab schon, da muss soll er noch eins machen. Was Junge, diese Video Outros immer. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, 60k, die Jungs freuen sich. Eine Sache habe ich noch. Digga, so geil einfach. Was bisher geschah. Ach, Herr Jemini. Das ist nicht im Sinne, oder? Wie viele Likes bräuchte man dafür? 60k. Da ist schon eher meine Richtung. Denk, hau rein, Alter. Halt dein Maul. Guten Morgen, guten Mittag, oder? Als ob das Video, was wir davor geguckt haben, innerhalb von 2 Jahren nur 3000 Likes gegaint hat. 60k Likes geknackt hat. Ich habe heute wirklich... Boah, dieses Video ist zu wild, Digga. Es ist so witzig. Das ist Peak-Comedy. No joke, soll kein Ball-Zack-Ding sein hier. Okay. Das ist genauso... wie auch in Monte oder so, die Sprache der Jugend geprägt hat. Digga, das war einfach unser Humor. Unser Humor bestand daraus. Bevor das war, bestand unser Humor aus Cold Mirror bei uns und danach nur noch aus dem da, Digga. Das ist crazy, was das für eine Auswirkung hatte, Junge. Ihr wart die heftigsten, no joke. 2 Spezialgäste geladen und die beiden wurden nicht nur von mir geladen, sondern sind automatisch auch noch geladen mit jede Menge guter Laune, oder, Jungs? Bitte nicht. Jungs, ich habe ein paar Fragen für euch vorbereitet und zwar, ich würde jetzt einfach... Aber das war noch die Zeit, wo Nico noch in seiner Luxuswohnung gewohnt hat, oder? Ganz entspannt in die Runde reinzünden. Digga, ist der Typ geistig hängen geblieben oder was ist los bei dem, Digga? Ohne Scheiß. Fuck, geht der Typ mir auf die Eier. Als allererstes Mal, Jungs, Digga, was ist überhaupt mit deinem Kopf los? Du siehst aus wie ein behaartes Ei, Digga. Mond, Digga, das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen frech von dir, dass du mich hier vor bloßer Menge bloßstellst. Vor bloßer Menge bloßstellen? Ich glaub, bei dir schallert's rein, Digga. Familie, Kinder, wie geht's dir? Sein Kopf ist wirklich so schön. Was für Kinderblät? Ich hab keine... Da war er noch mit Mrs. Bella zusammen. Digga. True. Ich hol deinen Sohn her. Ey, Digga, was labert der Typ schon wieder für Scheiße? Servus, Digga. Geht's dir alles gut bei dir? Junge, verpiss dich mal jetzt, Alter. Ich hab grad 50 Euro Freispiele. Was fährst du mich weg vom Automaten für die Scheiße, Mann? Ach du heilige Scheiße, das ist niemals mein Sohn. Der Typ sieht ja komplett aus wie die letzte Rotze. Auch wie ist jetzt beispielsweise bei euch das Vater-Sohn-Verhältnis? Das würde mich persönlich jetzt mal interessieren. Tello, wie habt ihr euch im Prinzip kennengelernt? Alter, ich kenn den Typen nicht. Der sieht aus wie der letzte Assi. Was für der letzte Assi, Digga? Ich baller dir gleich eine. Oh mein Gott! Oh mein Gott! 20.000 Euro Win! Tedo Weise! Digga, das ist viel zu witzig. Mond, wie sieht's bei dir aus? Was hat sich bei dir in der Vergangenheit getan? Wie haben sich die letzten Jahre auch für dich entwickelt? Boah, ey, wo stehst du aktuell im Leben? Digga, ich bin aktuell im Finale. Alles klar, Digga, danke dafür für deine Antwort. Muss ich wirklich sagen, jetzt hab ich... Digga, deine Unterbrechung geht fast auf die Eier wie deine Mutter beim BJ letzte Nacht, Alter. Warum beleidigst du immer? Ich verstehe die Beleidigungen nicht. Digga, was ist los bei dir, Alter?
Ey, du. Was ging mit Nico eigentlich dafür filmen, dass er so oft seine Hose zeigt, also seine Unterhose zeigen wollte? Bro, es gab so viele Videos, wo Nico einfach random seine Hose ausgezogen hat, Digga. No joke. Drin, Alter. Was ging da für ein Film, Bruder? Du heiß, Digga. Chill mal ein bisschen. Jungs, lasst uns jetzt einfach mal locker bleiben. Wir machen hier ein normales Video. Der Mann war auch anders horny zu der Zeit, was oder? Was sagt ihr jetzt aktuell zu der ganzen... War, by the way. Oh, mein Gott. Livestream-Entwicklung bei mir, die Streams und so. Wie Vergangenheit. Das, hat euch das persönlich abgeholt? Alles klar. Danke euch, Jungs, auf jeden Fall für das Feedback. Teddo, jetzt hätte ich mal kurz noch eine Frage an dich. Vielleicht kriegst du den Joke, ja? Obacht. Wichst du? What the fuck, Digga? Was stimmt nicht mit dir? Das ist eigentlich die Szene von Wolf of Wall Street, wenn ich dich frage. Wichst du? Dann sagst du, wichst du? Ja, klar, wichst du. Und dann machen wir das Gespräch so weiter, okay? Wichst du? Digga, was für ein wichst du? Laber den Typ noch nicht von der Seite voll. Niemand juckt deinen Scheißgelaber. Digga, mach einfach die Biege, Junge. Ich habe in letzter Zeit auch sehr viel Training, weil ich aktiv das Kreatin von Zack Plus. Hello, du hast persönlich wahrscheinlich ein bisschen zugelegter Muskelmasse. Ich muss echt sagen, du siehst schon aus, Digga. Ja, ganz im Gegensatz zu dir, du räudiger Lutscher, Digga. Jungs, warum bin ich eigentlich? Hat Teddo eine Uhr? Nicht die ganze Zeit. Ich verstehe es nicht. Ich probiere ein geiles Interview mit euch zu machen, Jungs. Jetzt reißt euch einmal zusammen. Ich zum Beispiel bin ein großer Fan vom Kreatin. Auch gut für den Muskelaufbau. Teddo, ich sehe, du hast ein bisschen zugelegt an Muskelmasse auch, oder? Digga, laber mich nicht über irgendwas voll, wo du keine Ahnung von hast, Alter. Das darf doch nicht wahr sein, Jungs. Ich sag einmal was normal, Digga. Hey, Buren! Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch jetzt gerne den Daumen nach oben da unten. Abonnement, falls ihr es noch nicht getan habt. Sascha ist immer so gut zu pflegen, weißt du, Jungs, sagt er was? Das Abonnement ist in dem Fall... für die Katz. Jungs, ist kostenlos und jetzt verpisst euch verdammt. Alter, Digga, die Sascha-Morgenroutine auch anders wird. Guten Morgen, Leute. Ich habe neulich die Morgenroutine Weekend Edition von Bibis Beauty Palace gesehen. Und dachte... Digga, no joke. Ey, Sascha, real rap, ne? Ich hab dich locker schon seit dem... Ich glaube, ich hab dich seit dem ersten Video abonniert, Digga. Ich zeig euch mal, wie ich meinen Morgen so angehe. Junge, ich bin so huge Fan, einfach. Ich schlafe am Wochenende gerne mal ein bisschen länger. Digga. Und nach einem Blick auf die Uhr drehe ich mich manchmal auch nochmal um. Junge. Aber auch als erfolgreicher YouTuber muss man trotzdem irgendwann in den Tag starten. Ich mache das am liebsten, indem ich in die Küche gehe und erstmal ein Konterbier aus dem Kühlschrank hole. Mega. Oh Mann, die Mischung aus Hopfen und Gerste bringt den Kreislauf richtig in Schwung und macht einen richtig wach. Danach geht's ab ins Bad. Der Shredded Hoodie, Junge. Da ich als erfolgreicher YouTuber sehr wenig Zeit habe, lasse ich das Zähneputzen weg und benutze lediglich ein bisschen Mundspülung für den Frisch. Vor allem erfolgreicher YouTuber, Digga. Das war so dein zweites Video oder so. Schon Atem. Wenn's Wetter zulässt, gehe ich anschließend auf den Balkon und zünd mir eine Zigarette an. Aha, okay, kritisch. Diese wirkt vor allem bei meiner nächsten Tätigkeit wahre Wunder. Sobald ich fertig bin, gehe ich nochmal ins Bad. Wenn ich nicht allzu sehr rieche, reicht es, wenn ich mich mit ein wenig Deo einsprühe. Vor allem über den Pullover auch noch, nicht mal unter. Sollte ich mal duschen, benutze ich das neue 2-in-1 Fresh Cash von Product Placement. Es riecht wunderbar nach frisch gedruckten 500-Euro-Scheinen. Wie aufwendig, Digga. Guck mal, so viel Mühe macht Sascha sich gar nicht mehr. Schau mal, früher hat er noch hier so aufgeklebt und so ein Scheiß. Da war noch Liebe in den Videos. Was passiert, Bro? Besonders morgens liebe ich diesen Geruch. Danach gehe ich weiter in die Küche und bereite mein Frühstück vor. Heute habe ich mich für ein Kräuterbaguette, eine Gurke, ein Ciabatta, Creme Fraiche und ein Stück Butter entschieden. Beim Essen lese ich dann meistens eure dummen Kommentare durch und merke euch relativ schnell, dass ich einen Fick auf eure Meinung gebe. Junge. Sascha, Digga. Dann kommt auch schon mein größtes Hobby. Geld zählen. Geld zählen. Junge. Es kommt halt auch nicht.
Digga, das ist so dumm einfach, ne? Sascha hat einfach einen Charakter gespielt, der einfach gar nicht ist. Sascha ist so ein geisteskrank Happel einfach. Er ist so nett einfach auch. Er ist genau das Gegenteil da einfach. Ich selten vor, dass Geld zählen ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Boah, und jetzt rein in die Rahmen. Jetzt stellt sich echt noch die Frage, was ich heute anziehe. Da ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich einfach die Sachen angelassen, in denen ich auch geschlafen habe. Ja, und das war meine Morgenroutine. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, dann halt einfach die Schnauze. Das waren einfach geile Zeiten, Mann. No joke. Geile Videos, Mann. Liebt die Jungs.